Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex und einer neuen Aufnahmesession, die bei mir schon etwas länger her ist, aber macht ja nichts. Spülen wir einfach los. Jo, die Welt lädt wieder. Dauert ein bisschen. Ja, wir haben im letzten Part, sofern ich mich noch richtig erinnere, den Rex. Na, nichts falsch, nichts Rex. Ray, genau so hieß er. Ich bin Xenoblade geschädigt, Entschuldigung, spiele ich gerade privat. Und jetzt bin ich immer auf Rex fixiert. Entschuldigung. das ist der Name vom Hauptcharakter sozusagen. Jo, auf jeden Fall, wir haben den Ray getroffen. Der scheint in Schwierigkeiten zu stecken und ist sogar froh, uns wiederzusehen. Ich würde sagen, wir machen bei ihm weiter. Also bei seiner Quest habe ich die ausgerüstet, also aktiviert. Habe ich das gemacht? Neuland, war das nicht das? Na, falsch. Na, Zocki, das war falsch. Hier, glaube ich, ne? Ein ausgekochtes Schlitzohr. Ja, ja. Der Outlaw Ray ist ein mysteriöser Kerl, aber er scheint auch ein vielversprechender Waffengefährder zu sein. Möglicherweise eine gute Verstärkung. Naja, na gut, dann würde ich sagen, probieren wir doch unser Glück mit dem Kerl. Jo, darüber halt auf jeden Fall. Also hinter uns. Das gefällt mir gut, weil mit dem Gebäude drüben will ich da mal nichts zu tun haben, weil das ist gefährlich für uns. Da schwimmen wir lieber davon. So. Also, dann gucken wir mal, was es hier Tolles für uns gibt. Vielleicht haben wir Glück und wir erwischen noch das eine oder andere Viechelein, dass wir auch besiegen können, denn wir brauchen Erfahrungspunkte und es lädt. Neues Gebiet und so, ne? Wir sind jetzt in der Wüste. Also das ist jetzt gerade ausgeschaut, als wenn das was Wichtiges wäre. So ein Brocken oder so, aber dafür hier. Jawohl, her mit den Zigaretten. Wow. Eisenerz, jawohl, Elektroschrott. Noch ein Eisenerz. Noch was Tolles. Da liegt jetzt noch ein Buch, oder? Können wir das nicht mitnehmen? Giftkraut? Nix? Na. Scheiß auflesen. Jawohl. Mach mal. Also das kleines Heilkraut. Aha, also gibt es kleine Heilpflanze, kleines Heilkraut und so weiter. Ach du Heilige. Da haben wir echt viel. Ich hasse die Wüste. Ich hasse den Sand. Ich hasse die Tiere hier. Lass uns schnell von hier verschwinden. Aha. Ja, wir bekommen vielleicht eh gleich einen neuen Freund. Ich hätte den verraten sollen, echt. Diesen Duras, der hätte, also wirklich, hätte ich gewusst, dass wir so schnell einen neuen Kumpel kriegen könnten, hätte ich den echt ans Messer geliefert. Oh. Boah, der kann knurren. Ja, ja, da sind wir, du Trottel. Ja, komm her. Ja, bei Fuß. Komm her, du Wühler. Ich glaube, es ist ein Wühler. Ja, ja, jetzt knurr nicht. Ich glaube, er findet... Obwohl, ich dachte schon, er findet den Weg nicht. Ja, immer schön auf Duras. So ist brav. Also ein Schakal ist es. Ja, klar, Wüstenhund. Ja, ja, ja. Zack, zack. Und hin ist er. Schaut ein bisschen aus wie ein Werwolf. Ja, gut. Okay, da ist noch eine Blume. Die nehmen wir auch mit. So, weil in der Wüste wird es wahrscheinlich eher Kaktus geben für uns. Also wahrscheinlich nichts Besonderes. Nichts Wertvolles, weil was wächst schon in der Wüste, außer Kaktus? Hm? Kaktus. Aber die haben schöne Blüten. Oh mein Gott, was sind das da drüben? Also das schaut ungesund aus. Warte mal, ich speichere mal, wie es sich gehört. So, nicht laden, sondern speichern. Also, sicher ist sicher und dann schauen wir mal, ob wir das Viech da drüben überleben. So. Hallo. Ah, die weichen. Okay. Na, das Wüstenteufel. Oh, du, das kommt gar nicht so schlecht an, hörst. Aber bei uns ist es schon wieder Essig. Ich sollte mal was essen und ich sollte mal was trinken. Ja, ich will schneller pushen, das auf. Tja.
Ja. Wahrscheinlich wird beim Tor das gleich mal die Lichter ausgehen. Ja. Ich soll vielleicht nochmal was essen. Halt das. Nichts getroffen. Oh weh. Oh je. Huh, das war Glück. Ich werde gleich sterben. Ich habe es irgendwie im Bauchgefühl. Ist bei mir gleich das Lebenslicht erlischt. Oh, stark. Ja. Braucht's Viech. Aber ich denke, nach einer halben Stunde können wir das Viech schon down. Mit ein bisschen Glück. Verrecken darf ich halt nicht. Ich is lieber noch was. Ja, wieder ausweichen. Ja. Jawohl, wieder ausweichen. Oh weh. Oh weh. Au, au, au. Wow, sogar mir jetzt an, das sauf ich. Du das, du darfst auch mal. Alter, nix hier weg. Okay, du das hat's dahin gerafft. Scheiße. Kann ich jetzt. Ich helfe dir. Bitchen, das wäre ganz nett. Ich trinke lieber noch was. So. Zack. 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 Alter, das Viech. Das hält was aus. Ne. Ich werde mal sicher mal auf Damage machen. Ups. Auf die 12. Wahrscheinlich gibt er dann wieder so um die 20 Punkte oder so. Na, tu das. Tu das wieder. So. Zack. 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 Zack und zack, nix erwischt. Scheiße. Ja. Oje, oje. Du brauchst nix hauen, du Fisch. Jetzt rennt. Du rennst hin. Boah. Ich glaube, jetzt ist er hin. Tu das? Geht's dir gut? Na, ist mir so gleich wirklich tot. Er schaut etwas kaputt aus. Ich lade das nochmal. Okay, das Viech ist nicht so gut. Ja, bitte laden. Schade, der Batman fast gehabt. Mist. Dreck, verdammter. Ah, so Mist. Naja, nein, ich probiere es halt nochmal. Warten ein bisschen, wenn wir stärker sind. Siehst du? Und da vorne sind schon die ersten Kakteen. Juhu! Könnt ihr auch was? So Kaktusmilch oder so? Na, nicht wirklich. Wo lang? Da lang. Am besten die Straße entlang. Wäre am allerbesten. Aber das wäre ja langweilig, oder? Was haben wir denn hier? Ein Klohäuschen. Und die wichtigsten Sachen dafür: Zigaretten und Klopapier. Was gibt Schöneres auf dem Klo, als wie diese Sachen zu haben? So. Nehmen wir natürlich auch mit. Pflänzchen. Ja, da haben wir auch eine. Da vorne ist wieder ein Gebäude, was mich schon wieder, ja, was mich vermuten lässt, dass dort wieder diese ekelhaften Viecher sind. Diese Zombie-Variante. Und da vorne ist das wieder diese depperte Spinne, die wir schon einmal bekämpft haben. Die ist ja auch nicht gerade einfach, oder? Mann, überall sind Viecher, die ungesund sind für uns. Dabei wollen wir doch nur leveln. Ah, schau, da haben wir schon was. Wieder ein Schakali. Ja, komm her. Ja, komm. Ja, komm. Ja, Hundi. Ich weiche ein bisschen aus. Gut, das wäre sehr nett. So, und zack, ich bin fertig. Du bist dran.
wie bei so einem Pokémon. Ne? Turas! Au! Würdest du mal? Ich werde hier verletzt. Hey. Ah, ich werde sterben. Ich wollte mich gerade heilen. Was kann der Turas eigentlich? Also wirklich. Du fühlst dich nicht gerade auf wie ein Berserker. Echt? Und einen Berserker stelle ich mir vor, dass es so ein Typ ist, der alles kurz und klein haut. Da, jetzt sammeln wir das halt nochmal ein. Das gibt's ja nicht, ey. Ich esse noch was. Dass ich ein bisschen mehr aushalt. Eh nicht viel, aber ein bisschen. So ein Käse. Dann sammeln wir halt das nochmal ein. Ja, ich hab's. Was war denn das gerade? War das so ein Speerdingens für die von die Alps? Ich glaube, ne? Mann, ey. Da ist es so gefährlich. So, ja. Die habe ich auch nicht mitgenommen. Die nehmen wir auch mit. Davon haben wir auch eine, die nehme ich auch mit. Flotte Viech schauen da hinten voll vergessen und übersehen, dass da was Gescheites ist. Na gut, ich werde trotzdem speiern, weil ich glaube, ich verrecke nochmal. So, sehe nichts Neues. So. So, Hundi, probieren wir es nochmal. Hoppala. Entschuldigung für die Kamera. Ausweichen? Jawohl. Ich helfe dir. Bitte. Also der Schakal, der hält was aus. Das ist nicht gut. Du Mistviech. Boah. Schäm dich, du Mistviech. Au. Ui, au. Puh. Boah. Der hat sich mir abgesehen hier. Ich bringe mal kurz in Sicherheit. Ich hoffe, dass ich hier sicher bin. Aha, da rennt gleich mal ein Hügel rauf da. Und ich trinke mal was. Und ich esse mal was und ich mache irgendwas. Geht da was? Trinken? Geht ja. Bravo! Das hast du fein gemacht, Turas. So. Ich habe, glaube ich, die Handgranate ausgerüstet gehabt. Hoppala. Das wollte ich nicht. Ja. Aha, da hinten oben ist auch was. Gut, wohin als erstes? Bei unserer Erkundungs- und Selbstmordtour. Ich würde sagen, wir schauen uns mal da oben um. Das Leben als Anfänger ist so schwer. Wir halten nichts aus und tun uns immer weh. La la li la la li la la dü dü. Ja, das Leben ist so schwer. Tralala. So, was haben wir da oben? Das müssen früher friedliche Zeiten gewesen sein. Alter, du hast hier keine Ahnung. Der Mensch und Friede. Ja. Oh. Sandiges Handbuch erhalten. Radio Durans. Aha. Noch was Gescheites? Da unten ein Geldbündel. Dann haben wir hier alte Militäraufzeichnung. Protokoll 1. Die Übung beginnt jetzt. Das war's? Okay. Tower Alpha 1! Abbruch! Abbruch! Seid ihr alle komplette Idioten? In einem Ernstfall wird der Feind mit euch den Boden wischen. Ja, das... das gehört sich so. So, das nehmen wir auch mit. So, lala. Ein Schlafsackerl. Ehrlich gesagt, ich nutze das mal. Ich schlafe mal bis zum nächsten Morgen. Gutes Nächtle. Ja, nom, nom, nom. Und dann stehen wir wieder auf. Wir müssen früher viele Zivilisten gelebt haben. Ja, wir waren ein bisschen mehr als heute. Genau.
Ich hab's gerade nicht gesehen. Eine Mine hätte ich dir aufheben können. Ich gehe nochmal schlafen. Ich habe mir gerade die Nase gekratzt und hab's zu spät gesehen. Darf ich schlafen? Schlafen noch bis morgen? Ach, schlafen wir nur bis mittags. So. Ist auch ein bisschen heller. So, passt schon. ich meine, das war natürlich Absicht. Wenig Spielen auf der Epoche. Boah, da habe ich eh Glück gehabt vorhin, dass ich da nicht reingestiefelt bin. Ja. Halt, was war das? War das Minturas? Ich glaube, ne? Schauen wir mal, was wir da oben haben. Aha, so geht's rauf. Boah, da geht's aber weit rauf. Ob das jetzt eine gute Idee von mir war? Da oben ist jetzt nämlich ein legendäres Schwert. Ja, ein Flammenschwert. Mindestens. Ja. Oder zwei, drei, keine Ahnung, Blitzpfeile oder so. Schau, hier ist da oben gerade mal ein Klopapier. Für Leute mit Höhenangst. Sicher ist sicher. Kann ich gut verstehen. Bräuchte ich auch. Alter, das ist so rostig hier. Wenn das abbricht, dann sind wir hin. Wenn wir da runterfallen. Aha, schon, das ist ein Koffer. Und was haben wir drin? Sprenggranaten. Aha. So, ist okay. Nehmen wir auch mit. Boah, da hätte nicht obi fallen. Bist du wahnsinnig? Das war's. Mehr nicht. Sprenggranaten. 5 Stück. Sprenggranaten. Kein Flammenschwert, aber Sprenggranaten. Ah, nicht schlecht. Gut, dann gehen wir wieder runter. So. Fein. Na, Duras, geh weg. Ah, das geht. Okay. Sein Hintern roch übrigens nach Kamille. Gibt's so Klopapier mit Kamillenduft? Ja. La li la la, la la li la la. Da 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 da. Boah, ey. Hätte man den Turm nicht umschmeißen können? Wäre das nicht einfacher gewesen? Der Duras ist ganz oben. Der schaut auch, vielleicht ist doch ein Flammenschwert oben. Ne? Gut. Sind hier Minen? Ich will auf keine mehr treten. Na, schaut gut aus. Boom. Ah, da war eine. Ja. So. Das hätten wir erkündet. Ein Beißerchen. Jo. Glaube ich halt. Er schaut zumindest aus wie einer. Ist aber eher ein Vogel, oder? So eine Art Scavenger. Vielleicht sind sie sogar Scavengers. Du das? Hallo? Wo ist denn das Kasperl hin? Ja, wahrscheinlich schaut er sich noch die Aussicht an. Duras. Hallo? Na toll. Jetzt habe ich meinen Gefährten verloren. Hallo? Ah, da kommt er ja. Schön, hast einen Weg hergefunden. Bravo. So, kann man nur gratulieren. Automatisch gesperrt hat es auch. Das heißt, ich brauche selber dabei nicht. Das heißt, ich kann es probieren. Ist das drüben ein Konverter schon wieder? Los geht's! Oh. Ein Aasfresser. Aha. Ja, das schaut auch so. Yes. Okay, er ist nicht so gefährlich wie das Viech gerade vorhin. Das könnten wir eventuell noch besiegen, bis der Part zu Ende ist. Dann haben wir wenigstens ein kleines bisschen was geschafft, ne? Mann, bist du hässlich. Das Viech ist so schier, da wird einem schlecht. Wow, der hat gesessen. Wow. Aber es ist dafür schwach, das was mich sehr freuen tut. Das heißt, wir können unter anderem gut mitkämpfen und trotzdem ein paar Erfahrungspunkte sammeln. So, ja. Wo gehen wir hin, Duras? Was schlägst du denn vor? Sollen wir dann Selbstmordaktion starten und da reingehen? Da sind sicher diese ekelhaften Viecher. Mine. Langsam. Ich will nicht drauf treten. Ich will nur schauen, ob ich sie looten darf. Na. Das heißt aber, boah, das ist alles voll mit Minen. Jetzt muss ich aufpassen. Da ist auch eine, da sind auch welche. Alter. Aha. Ah, ist hier radioaktiv. Passt, das können wir uns gleich abschminken. Da brauchen wir nicht hin. Das freut mich sehr. Schön aufpassen auf die Minen. Zocki, schön aufpassen.
So, aber wohin? Es ist zu groß. Es ist einfach zu groß. Wir können uns den Konverter da drüben anschauen, ob der bewohnt ist. Wahrscheinlich. Zu meinem Unglück. Aber wir bräuchten noch ein paar von diesen Maschinenteilen. Wie hieß die? Für diesen Falk-Typi. Aha, da haben wir auch was. Das ist jetzt gleich ein Wühler, oder? Hallo. So, mach was. Ein Reißer. Aha. Ein Reißer mit scharfen Beißern. Haha, der war schnell. So, immer schön auf Duras. Licht auf mich. Immer schön auf Duras. Licht auf mich. Ja, aufs ins Kreuz rein. So. Au. Jo, da kannst echt sein. Boah. Au. Also so sterben, das muss man auch mal können. Ja, gut. Zum Schluss nochmal gestorben. Ach, scheiße. Echt, jetzt muss ich den Beißer, glaube ich, nochmal machen, oder? Was haben wir denn da? Beißer. Wie hieß der jetzt? Aasfresser, ne? Ja, scheißen Dreck. Gut, dann mache ich noch schnell und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ihr Lieben, es war wieder mal ein etwas doofer Start für heute. Aber naja, ihr kennt mich ja. Der erste Part ist immer misslungen. Also dann, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören Schnetzeln und Metzeln uns im nächsten Part weiter. Bis dahin, tschüssi.